aus The Moon. Schon geil, muss ich sagen. Auch wenn es am Anfang so ein bisschen gedauert hat, bis wir da in die Raumstation gekommen sind. Gegen die Sperrkraft zu arbeiten ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Naja. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Mond angekommen. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch mal ganz normal laufen können, ohne dass wir jetzt mit der Schwerkraft hier irgendwie groß was leisten müssen. Die MPT-Steuerung funktioniert auch wieder. Das ist schön. Das heißt, damit sind wir auch gereist und angekommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mich halt so erwartet. Stimmt nicht viel Gutes. Also, gehe zum MPT-Kontrollzentrum, berge eine ASE-Einheit, um Zugang zum Kontrollzentrum zu erreichen. Super, jetzt müssen wir mal gucken hier, wo wir wieder rauskommen. Ach, wir können ja auch springen, ne? Oder? Ja. Dann müssen wir doch hier nur irgendwo, wo hier was offen ist. Ist auch eine Scheibe zwischen. Türen gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Irgendeine Öffnung ist auf jeden Fall auf. Die hier? Nö. Oder müssen wir erst einen Knopf drücken? Knöpfchen drückchen. Wo ist Knöpfchen? Ah, müssen erst was drücken. Türen öffnen. Sehr gut. Darauf habe ich doch gewartet. Ah, da ist die erste Tür auf. Wow, das sieht aber geil aus hier. Da hinten ist das Mondgestein. So, das können wir lesen. Das lassen wir aber mal. Ich weiß ja nicht, wie das Game ausgelegt ist, ob wir irgendwo angezeigt bekommen, wo wir lang müssen. Hallo? Hallo? Oder vielleicht ergibt sich das ja auch irgendwie so. Wo sind die alle? Keine Ahnung. So habe ich die Basis noch nie gesehen. Sieht Alex Wärmesignaturen? Nein, nichts. Das kann nicht sein. Vielleicht finde ich weiter unten was. Sarah, wir gehen der Sache auf den Grund. Und danke, dass ihr mich beim Blackout gerettet habt. Ich weiß, okay, hier sind ja natürlich mehrere Zeitschriften und so. Verstanden, Pearson. Keine Ursache. Scheint aber so, als wenn das hier alles schon länger nicht mehr benutzt wurde. Ich sag Bescheid, wenn ich was finde. Also als wenn hier schon länger keine Menschen mehr gewesen wären. Das ist aber geil aus, ne? Mit den ganzen Mondbasen. So, Speed Crossroads on Earth. Kreuzung Tomb of Erde, die besten, klügsten, das neue Zeitaufwand. Okay. Zurück. Ich dachte, da könnte man ein bisschen was einsammeln, aber nee. Ah, hier geht's auch rein. Sicherheitstransport. Aber nicht zum Interagieren, okay. Ah, schon geil, ne? Ey, die Optik, ey. Wow. Oh, hier sind so ein paar Hologramme. William, was zur Hölle sollte diese Ansprache? Unser nächstes Kapitel, Rosa. Es ist Zeit. Die Schiffe sind bald soweit. Das ist nicht dein Ernst. Keine Ahnung wie. Bring das wieder in Ordnung und zwar jetzt. Das ist nicht nötig. Komm mit mir. Du meinst es ernst? Will, hast du den Verstand verloren? Wir können die Kolonie nicht zurücklassen. Nicht während des Blackouts. Nicht ohne das MPT-Signal. Die Erde verlässt sich auf uns. Kümmere dich nicht mehr um sie. Diese Zeit ist vorbei.
Wir müssen die lange Reise antreten. Das war die Abmachung. Die Schiffe sollten ein letzter Ausweg sein. Wir haben beim ersten Mal nicht aufgegeben und jetzt auch nicht. Mit dem Netzwerk können wir die Erde wieder mit Energie versorgen. Wir haben's fast, William. Nein, sind wir nicht. Nicht im geringsten. Wenn du noch immer glaubst, dass der MPT die ganze Erde versorgen kann, sind das Wahnvorstellungen. Eine einzige Hoffnung bleibt. Outward, mach dich bereit, es geht los. Ich gehe nicht, Will. Nein, nicht so. Das war keine Bitte. Schafft sie aufs Schiff! Was? Ist das wirklich? Ah! Okay, das ist ja nicht schön, ne? Wenn man überlegt, wie das quasi geendet ist. Wie es dazu kam, warum, werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Tür ist auf jeden Fall zu. Okay, da ist eine Glasscheibe. Ansonsten sehe ich hier nichts groß. Nö. Was mich jetzt nur wundert, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Oder habe ich jetzt irgendwas falsch interpretiert? Das ist ja die Tür, wo wir reingekommen sind. Hardwarefehler erkannt. Wartung erforderlich. Am Computer ist nichts, was wir machen können. Wir können hier nochmal interagieren. Ah, jetzt die Tür auf. Das ist ja seltsam. Das ist ja quasi jetzt mein Türöffner, ja? Dann gehen wir nochmal hier rein. ASE erforderlich, also müssen wir gucken, ob wir irgendwo eine Karte oder so finden. Nee. Aber grafisch finde ich das wirklich optimal, also sehr geil. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Unglaublich. Also das ist ja echt gut gezeichnet auch. Kommen wir damit eigentlich rein? Ne, wir gucken mal ganz hinten. Und zwar hier kann man vorhin auch nicht rein. Dann schauen wir doch mal hier. Da unten wem laufen sehen, kann das sein? Das sah so komisch aus eben. So, auch wenn wir jetzt den Helm haben, der uns komischerweise irgendwelche Türen geöffnet hat, haben wir nicht die Möglichkeit. Das hier. Ist nichts. Haben wir nicht die Möglichkeit, irgendwie weiterzukommen? Mal gucken. Also wir kommen da nicht runter. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Fahrstuhl. Ja,
ich hier was interagieren? Nee. Eigentlich sind wir dann hier schon richtig, würde ich sagen. So, da brauchen wir die ASE, AE, B, war, bla bla bla. Geht's was hier mit? Hier ist nichts. So, jetzt lesen wir uns das nochmal richtig durch. ASE ist das, okay. Das kann ich mir doch jetzt mal merken. So, irgendwie hier am Computer irgendwas machen? Nee. Aber hier hinten blinkt irgendwas. Da ist aber nichts zu machen. Ja, dann laufen wir wieder zurück und suchen nochmal. Was ich merkwürdig finde, dass manche Türen einen Hardwarefehler haben und andere Türen sind dann wiederum offen. So. Genau, die Tür ist ja zu. Ja. Die Tür ist auch zu. Auch geil, ne, wie der sich hier so spiegelt. In der Scheibe. Ja, wir müssen irgendwas finden. Quasi interagieren können. Ach, hier waren wir noch nicht. Das ist ja auch nice. Hier sind auch die Treppen, dass wir runter können. Die Frage, ob wir hier erst nochmal gucken müssen. Es leuchtet so schön grün. Aber da ist nichts. Also Treppe runter. ASE in Reparaturdock platzieren. Initialisierte ASE Wartungsprotokoll. ASE Hardware Diagnose läuft. ASE Verbindung zu Anlagennetzwerk und fehlgeschlagen. ASE Netzwerk Zugriffsbaustatus defekt. Komponentenaustausch empfohlen. Komponentenaustausch empfohlen. Okay. Haben wir hier ein bisschen was eingesammelt? Das kann sein, dass wir das denn hier einsetzen können. Probieren wir das mal. Die Reparatur läuft. Wir können jetzt hier auch nicht mehr interagieren, ne? Nee. Ah, hier können wir es öffnen. Auf jeden Fall nass gemacht. Ein bisschen zurückgehen hier. Können wir das aufschweißen. Okay, das ist so eine Art Luftschacht. Können wir da rein? Nee. Vermute mal, da müssen wir irgendwas machen dann. Irgendwas reinlegen oder so.
Okay, einsammeln, sehr gut. Ist auch ein anderer Helm. Na toll. Ist ja auch schön, können wir es aufmachen. Aber wir können da nichts machen. Können es nicht verwenden oder drehen oder sammeln oder... Gucken wir hier nochmal. Jetzt haben wir die Teile hingelegt. Was kann ich, Achso, das muss wahrscheinlich in eine bestimmte Reihenfolge gelegt werden. Gucken wir mal. Das ist der Helm. So, F greifen. Ach, das müssen wir einsetzen, platzieren. Platzieren ist F. Nach rechts drehen, Q nach links drehen. Okay, das haben wir genommen. Okay, dann könnte ich mir auch vorstellen... Ja, wir brauchen das Teil wahrscheinlich erst. Das sieht von der Logik her ganz anders aus. So passt jetzt auch nicht. Nach rechts drehen, nach links drehen, okay. Müssen wir doch erst das einsetzen. Vielleicht können wir das dann drehen. Ich bin gerade am gucken, ob wir noch was anderes machen können. Ach so, wir können es ja auch so noch drehen. Ah, sehr gut, wir haben's. So vielleicht? Jawohl. Sehr gut. ASE entfernt, Netzwerk getan. ASE-Netzwerk-Zugriffsbordersatz erfolgreich. ASE-Verbindung zu Anlagennetzwerk Mond eingerichtet. Wow, wir sind sehr gut. ASE-Schubdüsenstatus defekt. Kompletter Düsenaustausch empfohlen. Müssen wir uns wahrscheinlich... Müssen wir irgendwo noch ein paar Düsen sammeln oder so. Weil ich kann jetzt hier auch nicht interagieren. Jetzt kann ich nochmal natürlich hier nochmal gucken. Neustarten? Nee, das geht nicht. Also, irgendwo müssen wir noch was einsammeln.
Hier finden wir nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Kann man hier irgendein Ersatzteil nehmen? Ah, hier ist was. Okay, da kann man nur hoch und runter machen. Mehr geht nicht. Hier hinten in der Ecke haben wir noch nicht geguckt. Hier können wir auch noch mal reingucken. Nee, scheinen wir nicht nehmen zu können. Ich dachte, dass das hier die Düsen wären, die wir dann einsammeln, die wir jetzt austauschen müssen. ASP erforderlich. Müssen wir mal was kennen? Eine Scheibe vor. Können wir hier durch. Vielleicht finden wir ja hier was. So, hier waren wir ja noch gar nicht. Ah. Nach links drehen, nach rechts drehen. Lesen, was steht denn da? 3747, du bist immer noch mein Gravitationszentrum. Okay. Das ist nice. Und Daddy. Okay. Eine Warnung. Was zerschießen oder so? Ne. Wir können hier mit nichts interagieren. Das heißt, hier wird auch nichts irgendwie groß rumliegen. Das haben wir schon inspiziert. Ah, hier liegt was. Ah, alles klar, einsammeln. Das müsste uns eigentlich weiterhelfen, vermute ich mal. Ja. Ich würde sagen, nee, das müsste noch anders nach links drehen. Okay, dann ist das die Scheibe, das haut noch nicht hin. Erstmal die nächste nehmen. So. Nee, auch nicht richtig. Okay, dann nehmen wir mal das Zahnrad. Okay, das muss mit sonst so gedreht werden. Okay. Dann haben wir hier die Klemme. Sehr gut. Ah. Jetzt
brauchen wir irgendwas mit drei Löchern, vermute ich mal. Drehen wir es so. Okay, dann muss erst noch was anderes rauf. Dann nehmen wir mal das hier. Das auch nicht. Dann nehmen wir das mal. Die Frage, ob das so drauf kommt. Oder so. Nehmen wir mal das Zahnrad. Okay, dann komm, ja, mit der Scheibe kommen wir wahrscheinlich nicht klar. Nee. Dann vermute ich mal, dann kann es ja nur noch das sein hier. Wahrscheinlich ist das Kleine nach unten. Zahnräder nach vorne, aber so rum. Nee. Merkwürdig. Haben wir ja das noch. Das ist doch was mit den drei sein. Wir können die ja von beiden sein. Also wir können das ja einmal so machen. Für mich würde das nur so Sinn ergeben. Aber als Abschluss dann. Ich meine, das sind zwei Löcher. Das sind drei Löcher. Jawohl, jetzt haben wir's. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem hier. Auch gut. Dann würde ich sagen, ist das das nächste? Jawohl. Ist da ein Loch? Vermute ich mal, dass das ist hier. Jo, und dann haben wir ja das. Das müsste jetzt passen. Quasi die Scheibe zum Arretieren. Jawohl, sehr gut. Das war prima. Kann man den wieder Helm wieder draufsetzen? Also das Teil. Okay, super. Dann können wir jetzt am Rechner gehen und das Ganze neu starten. Dann haben wir das. Das macht nicht hängen und dann explodiert irgendwas, aber.
Hier scheint funktioniert zu haben. Sieht eigentlich aus wie ein Helm, oder? Ein kleiner Roboter, der uns begleitet wahrscheinlich. Kleine Drohne. Wundert sich, hat schon lange kein Mensch mehr gesehen. Kontrolle beenden. So, wo kein Zugang war, ist ja quasi an dieser Tür hier gewesen, ne? Wenn ich den mit dem hier gehe zum... Okay, dit. Starte die ASR einer Computerrampe neu. Das habe ich alles gemacht. Bewegung nach oben bewegen, nach unten bewegen. Ich weiß ja nicht, was der genau machen kann hier. War hier unten nicht irgendwo? Genau. Wollte ich gerade drauf hin. Richtig, sehr gut. Da wollten wir doch hin. Warnung, Generatorüberladung. Bereichssperrung aktiv. Müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt hier reinfahren. Oh, es läuft aber sehr flüssig hier. Haben wir hier interagiert? Das war doch richtig. Warnung, Generatorüberladung. Bereichssperrung aktiv. Die Frage, was wir machen müssen, weil... Ah, da oben ist noch was. Sehr gut. Natürlich nice gewesen, hat super funktioniert. Müssen wir jetzt eigentlich da oben weiterkommen? Und zwar hier. Ja, aber lässt uns da nicht durch die Tür. Aber hier hinten war ja auch noch was. Nicht lang konnten.
Claire. Hier ist Isaac. Hallo. Ich weiß nicht, ob diese Nachricht dich hier erreicht. Ich glaube es nicht. Aber versuchen muss ich es. Wir haben seit dem Streit wegen Kathy nicht miteinander geredet. Ich will, dass du weißt, dass es ihr gut geht. Alles gut. Diese Nachricht ist die letzte, die du von mir oder sonst wem hier erhalten wirst. Wahrscheinlich wirst du das nie verstehen. Tue ich auch kaum. Wenn jemand je herausfindet, was hier los war, ich habe es für sie getan. Deine Schwester. Damit sie eine Chance hat. Aber du wirst es schaffen. Großes erreichen. Pass auf dich auf. Ich liebe dich. Hätte ich öfter sagen sollen. Als du mich noch Vater nanntest. Leb wohl, Claire. Ja, traurige Geschichte. Ich bin gespannt, was wir da rausfinden. Was da noch so alles so gelaufen ist. Warum das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Achso, das kennen wir ja schon. Genau. Sieht aber geil aus, ne? Mit dem Licht hier, also Sahne. Ich glaube es nicht. Hier können wir nicht interagieren. Wir kommen auch nicht durch die Tür hier. Können wir auch nichts am Computer machen. Wir gehen jetzt hier nochmal rein. Okay, ist immer noch uninteressant für uns. Hier auch. Naja, wir werden schon finden. Ist ja auch interessant, dass man hier einen Raumanzug hoch und runter fahren kann. Warum auch immer. Oh, wir sind weitergekommen. Sehr gut. Datenverlauf. Wir sind in der MPT-Steuerung wieder. Ach, eine Aufzeichnung. Rolf, bitte kommen. Ich glaube, ich hab was. Eine Aufzeichnung vom 23. Wann war das? Vor 2 Tagen? Sicher? Ja. Kannst du das von oben sehen? Glaub schon. Fang an. Alex, projiziere Hologramm vom 23.09.2054. Das ist nicht nur die Crew der Mondzentrale. Das sind zu viele. Das ist die Turmbau-Evakuierung. Bist du sicher? Diese Namen waren vorher nicht hier. Der Stein ist noch staubig. Du meinst auf dem Monument? Ja. Opfer der Turmbau-Evakuierung. Das Datum ist das des Blackouts. Drüben bei Turmbau muss was passiert sein. Pearson an Expeditionsteam. Rolf, Sarah, gibt es Neues zum Status des MPT? Das ganze Netzwerk ist unten. Und ich konnte es bisher noch nicht wieder hochfahren. Beeilt euch. Wenn es mit dem Netzwerk nicht klappt, kommt ihr wieder hoch, egal wie es um das MPT steht. Ihr habt 20 Minuten bis zur Evakuierung. Verstanden, Control. Rolf, ich überprüfe die Wohnquartiere. Die Frage ist, wo muss ich die jetzt einsetzen hier? Hier einfach hier mit austauschen? Ah ne, wird da einfach noch reingeschoben. Reicht das vielleicht schon aus? Ne, müssen wir wahrscheinlich noch mehr finden. 3, 4, 5. Sag ich, wenn wir hier drauf drücken.
geht's auch nochmal hoch. Hier können wir uns das auch nochmal anschauen. Warten Sie. Sehen Sie die Leute da unten? Sie sind der Anfang eines neuen Kapitels. Wir zusammen sind die Zukunft der Menschheit. Zu welchem Preis, William? Wir retten die Spezies für einen Neubeginn. Wenn die Menschen... Ach, die wollen abhauen auf einen anderen Planeten wahrscheinlich. Nehme ich gern dafür die Verantwortung. Ich habe gedacht, dass da vielleicht Außerirdische mit einer Rolle spielen. Wäre das nicht möglich gewesen. Isaac? Das war nicht abgemacht, das weißt du. Wir müssen den MPT wieder anschalten. Sei realistisch, Rosa. Selbst wenn wir die Erde mit so viel Energie versorgen, wie sie braucht, was bringt uns das? Sollen wir den Wüsten und Meeren zusehen, wie sie uns überrollen? William, ich habe alles getan. Verschwinden wir. Ich bin damit durch. Sie haben den Mann gehört. Los geht's. Outward beginnt. Tja. Interessant. Oh. Nee, hier wollte ich ja nicht. Das Gute ist, wir kommen hier überall wieder zurück. Was ich jetzt aber brauche, sind Energiezellen. Und da weiß ich nicht, ob ich die hier einfach überall finde, so. Locker mal. Locker flockig. Weil ich glaube, ich muss da unten alle vier einsetzen. Ich habe es ja nur geschafft, dass ich eine finde. Sozusagen. Da einsetze. Waren wir hier eigentlich schon drin? Im letzten Quartier. Ja. Auch cool, dass hier meine Drohne mal mitfliegt. Wie eigentlich jetzt mittlerweile schon was machen? Nee. Hier kommen wir auch noch nicht rein. Okay. Gibt's nichts, wo ich irgendwie Energie abzapfen kann? Komme ich auch noch nicht rein. Schauen wir mal, weil, wie gesagt, da unten sind vier Stück an... Das heißt ja, ich habe zu wenig Energie und ich brauche wahrscheinlich vier Sicherungen oder Energieträger oder Energiezellen, was auch immer das ist, die ich da wieder unten reindrehe. Was war denn hier? Nee, hier ist auch nichts. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Kann das sein? Wartung. Doch, hier waren wir schon. So, und jetzt ist die Frage. Treppen. Hier nur eine Energieversorgung, die ich irgendwie mitnehmen kann. Ne. Schade, das sind ja die Quartiere hier. Okay, hier müssen wir nicht lang, wir müssen nach unten. Achso, ich wollte gerade sagen, was ist denn, wenn ich da runterfalle? Man, gut, dass das nicht gemacht hat. Wahrscheinlich bin ich dann auch tot. So,
eigentlich waren die Rätsel ja sehr moderat, muss ich sagen. Also man kann das alles lösen, wenn man will. Ja, hier wollte ich auch rein. Gab es hier noch eine Energiezelle irgendwie, die ich einsammeln konnte? Nee. Gibt hier auch keine. Hier sind die Treppen. Was kann ich mal gucken, wir hier nochmal. Okay, der war aber auch nichts Spektakuläres. Das heißt, die Lösung muss hier irgendwo anders sein. Also müssen wirklich Treppen runter. Treppen runter und dann schauen, was da so liegt. Genau, aber die Treppen müssen ja hier sein. Warum finde ich die Treppen jetzt nicht? Hallo? Wo habt ihr euch versteckt? Hier sind die Treppen. Ist auch gut gemacht, dass es, wenn es orange gefärbt ist. Dann haben wir uns die, haben wir schon angesehen. So, jetzt gucken wir nochmal genau. Also ich habe jetzt hier eine Zelle. Fahrzeug. Ach, warte mal. Ich nehme ihn mal raus. Ich nehme mal einen Fahrzeughanger. Und das, ich wollte doch auch, glaube ich, dass ich zum Fahrzeughanger gehe, ne? Fahrzeughanger offline, okay. Nehmen wir mal den anderen. Fahrzeughanger offline. Fahrzeughanger offline. Ach, Wartung können wir auch. Nehmen wir mal Wartung. Genau, da ist der Wartungsbereich. Genau, da waren wir auch noch nicht. Das ist doch sehr gut. Prima, vielleicht finden wir da noch irgendwas anderes. Okay, Generator ist alles eigentlich soweit in Ordnung. Wir gucken jetzt hier nochmal. Nö, hier gibt's auch nichts. Können wir einen Wartungsbereich, den können wir eigentlich dicht machen. Versorge den Fahrzeughanger mit Strom, um auf die Mondoberfläche zu gelangen. Da vermute ich mal, wir brauchen zwei. Fahrzeughanger 2. Fahrzeughanger 1. Das ist die Crew-Quarantäne. Quartiere. So, das heißt. Fahrzeughanger offline. Fahrzeughanger ist offline. Aber.
irgend noch eine Möglichkeit geben, vielleicht eine andere Sicherung zu suchen, zu finden, die noch einzusetzen. Was haben wir denn? Hat's schon lesen? Rückseite, Gedenken, Fehlfunktion. Select an item. Hier irgendwie interagieren? Nö. Nee. Lager. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt runtergehe und stell die Wartung wieder an. Vielleicht komme ich dann ins Lager. Müssen wir mal gucken. Probieren wir nochmal. Das sind die Quartiere. Fahrzeug. Nur nochmal Wartung. Setzen Wartung ein und rennen noch mal nach oben. So, das ist ja Wartung. Aber hier gab es ja auch noch das Lager. Das denn gesehen? Eben gerade lang gelaufen. Ah, hier ist das Lager. So, und ich habe gedacht, das Lager wäre jetzt auf. Nee. Kannst du knicken. Sind auf der anderen Seite eigentlich auch Quartiere? Nee, ne? Das war nur... Da. Das hier eigentlich für ein Schacht. Ihn mal da reinfliegen lassen. Können wir nicht ran. Ich hätte gedacht, dass hier auch so eine Energieversorgung ist, dass ich die mal aktiviert hatte, so am Anfang. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein. So, dann haben wir eine Schienenbahnstation. Nee, nicht die Treppe, sondern die Bahnstation.
Das ist ja hier die Bahn, sozusagen. Oder? Nö. Gucken, wir kommen ja von hier hinten. Jetzt sind wir wieder hier. Okay, sagt er erstmal nur, dass er offline ist. Sagt er jetzt nicht, dass er nochmal zusätzliche Energie braucht, ne? Doch, Energie, Fahrzeughangar offline, Energie für Fahrzeughangar bereitstellen. Das heißt, der zweite muss irgendwie auch noch unter Strom gesetzt werden. Sind sie die Frage, wie wir denn hier rausgekommen wären? Dann kommen wir hier erstmal hoch. Gucken wir mal, wo ist denn eigentlich der Fahrzeughangar? Ist hier rechts. Eigentlich hier. Und die Tür war ja noch zu. Da sind wir ja nicht mal reingekommen. Und die haben ja jetzt hier alle einen Error. Die haben ja alle ein Problem. Die letzte Tür kamen wir auch nicht rein. Das kennen wir auch schon. Wo kriege ich diese blöde zweite Energiezelle her? Das verstehe ich nicht. Was ist eigentlich da oben? Kann er... Ist da irgendwas zu sehen oder so? Nö.
Wartung aber rausgefunden brauchen wir nicht. Dann nehmen wir nochmal Fahrzeughange 1 raus. Die Crew-Quartiere. Vielleicht finden wir da irgendwo noch ein so eine Batterie hier. Ach, hier waren wir auch noch gar nicht, oder? Ah. Alles klar, super. Dann war das doch richtig. Ah. Unterkünften. Hörst du mich? Verstanden, Sarah. Irgendwas Interessantes? Alles verlassen, also nichts Neues hier. Wolf, Sarah, hier Pearson Control. Shit, da brauche ich einen Code für. Nehmt den Aufzug nach oben, um die Evakuierung zu schaffen. Ihr habt 2 Minuten. Negativ, Control. MPT-Netzwerk ist weiter offline. Vergesst es. Wir müssen los. Kommt jetzt zum Aufzug. Ich setze kein Leben aufs Spiel. Verstanden. Bin fast fertig. Sarah, du hast Control gehört. Bist du auf dem Weg? Sarah, bitte komm! Alles in Ordnung? Bitte, komm! Rolf, komm schnell hier rüber. Eine ASE-Einheit hat sich gerade aktiviert. Da stimmt was nicht. Die Türen sind zugegangen. Was meinst du? Wir müssen los! Ich mein's ernst, Rolf. Ich komm hier nicht raus. 30 Sekunden zur Evakuierung. Zum Aufzug. Negativ, Control. Ingenieur Baker braucht sofort Unterstützung. Wir brauchen mehr Zeit. Boah, das ist ja auch riesig hier. Negativ, Control. Control! Wartet, Leute! Wir haben noch Zeit! Ich brauche nur Hilfe! Rolf, bist du noch da? Ich musste an diese Energiezelle rankommen. Aber ich brauchte für den Code. Okay, da ist kein Code. Aber irgendwo muss er ja liegen. Irgendwo muss er ja stehen. Für einen Code brauchen. Da kommen wir nicht rein. Okay, gehen wir mal gezielt nach und nach durch. Hier kommen wir rein. Pioneer or Dictator. Na toll. Dann nehmen wir mal die nächste. Kommen wir nicht durch. Schlafkurie. Okay, das nächste. Da geht's auch nicht weiter. So. Und hier müssen wir rein. Weiß hier nicht. Nee, ist eine Glastür. Ist auch eine Glastür. So, hier können wir rein, aber hier brauchen wir einen Code. Das heißt, wir suchen hier nochmal weiter. In der Zelle. Kommen wir hier rein? Auch nicht. Die kommen hier rein. Aber auch nicht zum Lesen oder Interagieren. Die ist auch zu. Ach,
Ach, da konnte ich hier mit irgendwas interagieren, oder? Ah, da genau. So, verwenden die See in Notfällen das Baujahr Mondzentrale, um das Büro zu betreten. Ah, okay. So. Wann war denn jetzt nochmal das Baujahr? Ach du heilige Neune. Baujahr der Pionier brauchen wir nochmal. Jetzt sollten wir das doch nochmal lesen. Ja, da steht aber nichts drin. Ah. Hätten wir uns mal im Intro nochmal genauer drauf fixiert oder nochmal besser zugehört. Steht denn hier? Irgendwo muss doch jetzt nochmal. Mondzentrale 2032. Probieren wir das mal. Jo, eieiei. Mann, gut, dass sie da noch so ein Poster hingehängt haben. Ah. Die Energiezelle, die ich brauche. Jetzt kann der mir auch nicht mal gefährlich werden. Das ist ja eine Schlepperei hier. Ja, die würde ich am liebsten über den Kopf ziehen, weil er mich so geblitzdingst hat. Mal wieder zurückfinden. Ah, sehr gut. So, dann machen wir das zweite Mondfahrzeug jetzt noch. Sehr gut. Fahrzeughangar online, sehr niedrig, bla bla bla. Fahrzeughangar öffnen. Kann ich aber nicht machen. Ist aber, glaube ich, erstmal nicht so schlimm. Fahrzeughangar, da ist er. Ja, sehr schön. Da geht eine Treppe nach oben. Können wir uns wahrscheinlich das Fahrzeug dann zurecht fahren. Hier können wir die Route zurückziehen. Oha, wir müssen da sogar aus dem Hangar rausfahren. Ja,
Ist mittig stehen, glaube ich. Komische Steuerung, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Jawohl, jetzt haben wir's. Sehr gut. Jetzt können wir hier lang fahren. Müsste uns wahrscheinlich, vermute ich, also ich weiß es nicht, also ein bisschen an den blauen Lichtern orientieren, ne? Sehr ruhig, sehr realistisch gemacht. Es gibt ja wirklich auf dem Mond keine Geräusche in dem Sinne. So, da ist auch nochmal das Blaue. Also wir fahren dann gleich rüber zur nächsten Station. Boah, das ist aber echt heftig geil gemacht. Warnung außer Reichweite? Ja. Okay. Dann fahren wir mal da lang. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, so eine Volksmeilen Lampen. Und dann geht es da hinten weiter. Okay, wenn die das so möchten. Dann machen wir das doch. Oha. Boah. Was eine Physik. Kleine Auffahrtrampe haben sogar gebaut hier. Jetzt ist die Tür auf. Oh, das ist gar nicht schlecht gemacht. Jetzt können wir hier rein. Okay, prima. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle mal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten Teil auf jeden Fall. Wird sehr spannend, wie es weitergeht. Ich hoffe, wir können die Rätsel weiter so lösen und es wird nicht allzu gruselig. Ich vermute aber mal, dass irgendwann nochmal ein Zombie oder irgendwer auf mich zukommt. Naja, wir werden es sehen. Ich sage mal, bis zum nächsten Video. Bis dahin.